Vor etwa genau 2 Jahren habe ich euch auf diesem Kanal ein Video hochgeladen, in dem ich über Märchen berichte, die heute jedes Kind kennt, die jedoch in ihrer Urform noch um einiges verstörender waren. Heute habe ich hier den zweiten Teil für euch, doch dieses Mal habe ich mir ein paar Märchen der deutschen Märchenautoren Jakob und Wilhelm Grimm ausgesucht, die relativ unbekannt sind, jedoch nicht weniger verstörend und gruselig, sodass man kaum glauben kann, dass diese Geschichten früher Kindern erzählt wurden. Viel Spaß mit dem Video. Die drei Schlangenblätter. In diesem Werk der Gebrüder Grimm hatte ein König eine Tochter, die überaus schön, aber auch seltsam war. Sie weigerte sich, jemanden zu heiraten, der sich nicht dazu bereit erklären würde, sich nach ihrem Tod lebendig begraben zu lassen. Zur gleichen Zeit zog ein armer Bauernjunge aus, um als Soldat sein Glück zu versuchen. Er kämpfte in einer wichtigen Schlacht und führte seine Männer zum Sieg. Für seinen Mut wurde er mit Schätzen überhäuft und zum Ritter geschlagen. Im Königsschloss verliebt er sich dann an die Prinzessin und stimmte ihren kuriosen Bedingungen zu. Sie lebten viele Jahre glücklich zusammen, bis die Prinzessin plötzlich starb. Also war er nun an der Reihe, sein Versprechen einzulösen, weshalb er von den Wachen in das Grab der Prinzessin eingesperrt wurde. Als er dort auf seinen langsamen, grausamen Tod wartete, kam plötzlich eine Schlange, um an der Leiche zu nagen. Der Ritter zog also sein Schwert und hieb sie in 3 Stücke. Bald kam eine zweite Schlange, mit 3 Blättern im Mund. Sie legte jedes der Blätter auf einen Teil der zerstückelten Schlange, woraufhin sie wieder lebendig wurde. Die Schlangen verschwanden und ließen die Blätter zurück. Der Mann nahm also die Blätter und legte sie auf den Mund seiner toten Prinzessin. Daraufhin erwachte sie wieder, doch schien verändert zu sein, böse und vollkommen ohne Liebe. Auf der Schiffsreise zurück zum Schloss vergaß die Prinzessin, dass der Ritter bereit war, mit ihr zu sterben, und verliebte sich in den Kapitän des Schiffes. Zusammen planten sie, den Ritter zu ermorden und warfen ihn nachts über Bord. Ein Diener, der das alles gesehen hatte, setzte sich in ein Ruderboot, um den edlen Ritter zu retten. Als sie zurück beim Schloss angekommen waren, erzählten sie dem König die gesamte Geschichte, der daraufhin seine eigene Tochter zum Tode verurteilte. Das Mädchen ohne Hände. Ein Müller war im Wald, um gerade Feuerholz zu hacken, als ihm ein alter Mann begegnete. Dieser bemerkte, dass der Müller sehr arm und traurig aussah und bot ihm alle Reichtümer, die er sich denken könnte, im Austausch für alles, was hinter seiner Mühle stehen würde. Der Müller lachte, da er gar nicht glauben konnte, was für ein gutes Geschäft er gemacht hatte. Hinter seiner Mühle stand ja nur ein alter Apfelbaum. Er stimmte schnell zu und ging glücklich zurück nach Hause, doch dort fand er seine Tochter vor, die hinter der Mühle unter dem Apfelbaum lag. Der alte Mann war eigentlich der Teufel und kam nach 3 Jahren zurück, um sich zu holen, was rechtmäßig sein war. Die Tochter hatte sich jedoch mit Weihwasser gewaschen, weshalb sie dem Teufel zu rein war. Also befahl er dem Müller, seiner eigenen Tochter die Hände abzuhacken. Doch dieses Mal reinigten ihre Tränen das Mädchen und der Teufel konnte ihr nichts anhaben. So gab er auf und wusste, dass er geschlagen war. Das Mädchen entschied sich, das Haus ihres Vaters zu verlassen und wanderte Tag und Nacht ohne etwas zu essen, bis sie dann doch der Hunger überkam. Sie gelangte an einen königlichen Garten voll köstlicher Birnen. Sie schlich sich hinein, aß aber nur eine einzige Birne. Der königliche Gärtner berichtete am nächsten Tag von einem Geist ohne Hände, der sich in den Garten geschlichen hatte. Der König wurde neugierig und legte sich in der nächsten Nacht auf die Lauer. Wieder schlich sich das Mädchen in den Garten und nahm sich nur eine einzige Birne. Der König verliebte sich in sie, heiratete sie und beschloss, sie ein paar silberne Hände machen zu lassen, um ihre alten zu ersetzen. So lebten sie glücklich zusammen und bekamen sogar ein Kind. Der Teufel war jedoch immer noch wütend und fälschte einen Brief, den er dann an die Mutter des Königs schickte. In diesem Brief befahl er ihr, seine Frau und ihr Kind zu töten. Da sie aber nicht ihre eigene Schwiegertochter und ihren eigenen Enkel töten konnte, ließ sie ein Reh schlachten und schickte dem König die Zunge und die Augen des Tieres. Der Teufel bemerkte, dass er betrogen worden war
und entführte das Mädchen und das Kind. Er sperrte sie in ein kleines Häuschen in der Nähe des Schlosses, da er dachte, dort würde der König als letztes suchen. Der König irrte also 7 Jahre herum, ohne zu essen und zu trinken, bis er schließlich seine Familie in dem kleinen Häuschen entdeckte. Die Hände des Mädchens waren mittlerweile auf wundersame Weise wieder nachgewachsen. What the fuck? Und nun zu meiner Meinung nach verstörendsten Geschichte von allen. Fitchers Vogel. Es war einmal ein böser Hexenmeister, der die Gestalt eines armen Mannes annahm und von Haus zu Haus ging. Wenn er hereingelassen wurde, entführte er schöne Mädchen und brachte sie in sein Haus, in einem finsteren Wald. Eines Tages ging er zu einem reichen Kaufmann, der 3 schöne Töchter hatte. Die Älteste öffnete ihm die Türe und wollte ihm etwas Brot geben, doch er verzauberte sie und entführte sie. Inmitten des finsteren Waldes stand sein Haus, das unfassbar prächtig und schön war. Er sagte ihr, sie hätte in diesem Haus alles, was sie je begehrt hätte. Sie müsse nur ein paar einfache Regeln befolgen. Sie durfte alle Räume nach Herzenslust betreten, außer einen. Dieser war ihr strengstens verboten. Außerdem gab er ihr ein Ei und sagte, sie solle aufpassen, dass es nicht zu Schaden kommt. Als er weg war, sah sie sich alle Räume an. Doch ihre Neugier quälte sie ungemein. Sie musste einfach wissen, was hinter der verbotenen Tür war. Sie öffnete sie und er schauderte. In der Mitte stand ein großes, blutiges Becken, in dem viele zerhackte Leichen lagen. Daneben stand ein Holzblock, in dem eine Henkersaxt steckte. Sie erschrak sich so sehr, dass sie das Ei in das Becken fallen ließ. Sie versuchte, das Blut abzuwaschen, doch vergeblich. Nicht lange später kam der Hexenmeister wieder zurück und forderte sie auf, ihm das Ei zu zeigen. Er sah sofort, dass es voller roter Flecken war und wurde sehr wütend. Und hier jetzt mal ein Originalzitat aus dem Märchen, das damals Kindern erzählt wurde. Kindern. Er warf sie nieder, schleichte sie den Haaren hin, schlug ihr das Haupt auf den Block ab und zerhackte sie, dass ihr rotes Blut auf den Boden dahin floss. Dann warf er sie zu den übrigen ins Becken. Wow. Dann beschloss er sich, die 2. Tochter des Kaufmanns zu holen. Auch ihr gab er ein Ei und den Schlüssel und verbat ihr, das verbotene Zimmer zu betreten. Doch auch sie war zu neugierig und betrat die Blutkammer. Auch sie zerhackte der Hexenmeister in kleine Teile und warf sie achtlos zu den anderen. Daraufhin holte sich der Hexenmeister die 3. und letzte Tochter. Auch sie war neugierig und öffnete die Blutkammer. Dort sah sie die Glieder ihrer ermordeten Schwestern. Sie suchte alle Teile zusammen und sie fingen an, sich zusammenzusetzen. Sie wurden wieder lebendig. Die 3. führte ihre 2 Schwestern aus dem Zimmer und versteckte sie. Der Hexenmeister forderte bei seiner Ankunft wieder das Ei, und diesmal hatte es keine Blutflecken. Er freute sich sehr und nahm die 3. Schwester zur Frau. Als es Zeit war, die Hochzeit zu feiern, lud die 3. Schwester alle Freunde des Hexers ein. Am Tag der Hochzeit legte sie sich in ein Fass mit Honig, wälzte sich in Federn, sodass sie aussah wie ein wunderlicher Vogel. Mit dieser Verkleidung flüchtete sie aus dem Haus, versperrte mit der Hilfe ihrer Schwestern alle Fenster und Türen und zündete das Haus an, sodass der Hexer und all seine Freunde bei lebendigem Leib verbrannten. So, das war's jetzt auch schon wieder mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch gerne ein Like und ein Abo da. Würde mich sehr freuen. Schreibt mir noch gerne in die Kommentare, welche dieser Geschichten ihr am schlimmsten fandet. Würde mich sehr interessieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao.